Hier mit dem Deckprofile. Frosch Monarchen. Ja. Die beste Art Monarchen zu spielen. Da machen wir es kurz. Dreimal Bahnfrosch. Der Frosch kommt immer wieder. Futter für Monarchen. Eine Ronin-Kröte. Dreimal Swap Rock. Weil halt für mich die beste Karte im Deck. Bringt einen Bahnfrosch rein, kann Monarchen recyceln. Kann Special kommen und dann Exceed mit Ronin-Kröte. Weil drei nicht genug. Zwei Mathematiker dazu. Quasi 5 Swap Rocks zu spielen, um die Konstanz zu haben. Dann als Tributmonster. Für mich zweimal ein Darkness Dragon. Ist für mich das Bossmonster drinnen, weil er halt Plus macht, Sachen negiert. Viele Spieler machen unglaublich viele Fehler, weil nur weil sie ein Feld haben, wissen nicht, wie er funktioniert in Ketten und so. Dann zweimal Mega Chaos. Ja, gerade wenn man ein finsteres Monster tributet, kann er halt 2 banishen. Und macht halt immer 1000 Schaden, also immer gut. Nur noch mehr ein Mega Möbius, weil halt alle Leute wegen Denko Seka die Backrow rausgeben, also ist nicht mehr so gut. Das hat man noch mal einmal. Dann für die Einser, dreimal Kaius, dreimal Ryzer. Kommt easy, ein Monarch macht Plus, Ryzer macht den Loop, immer wieder aufs Deck raufstecken. Dann für Defense, weil das Deck halt keine Fallen spielen darf. Dreimal Battlefader, 2 Gourds, einmal Jackfrost. Jackfrost deshalb cool, weil es dann im Exceed, also im Extra Deck mit Dullahan kann man immer wieder recyceln. Und weil mir das nicht genug Schutz ist, spiele ich selber noch zweimal Eishand, zweimal Feuerhand. Kommt relativ gut. 4er Exits gehen schnell in der Lava Chain oder so. Es sind gute Outs gegen Clipboard, wenn man dann die ganzen Floodgates und so weiter gleich wegbekommt. Dann für die Zauberkarten. Dreimal Broken Sturmkraft. Dreimal Enemy Controller. Ein Snatch Steal. Einmal Tenacity of the Monarchs. Jetzt neu drinnen, um Sturmkraft zu searchen. Hab mir immer gedacht gehabt, so Exchange ist doch besser, weil es sicher ist. Normalerweise, wenn man ein Tribut machen möchte, hat man immer einen von den Monarchen auf der Hand. Oder einen Leitenden Darkness Dragon. Und bei jedem Monarchen ist Tenacity eine Sturmkraft, außer bei Leitenden Darkness Dragon. Deshalb ist es so, als wenn man 4 Sturmkräfte spielt. Mein Foolish für die Konstanz. Ein Raigeki. Ein Creature Swap. Creature Swap jetzt wegen dem Standard Play von Clipboard, das einfach mit Helix und Sacrifice anfangen, einfach übernehmen, hat man schon das ausgeglichen. Und einmal neu Master Change 2. Okay. Fragen zum Main Deck oder weiter? Master Change 2. Ich habe 2 kurz probiert. Ist mir irgendwie zu schlecht gekommen, weil die Handkarte abwerfen kommt halt doch schwer in Froschmonarch. Und die eine ist halt einfach, wenn man sie zieht, kommt es gut. Es ist für den Deck cool. Es ist gut, weil ich den fehlenden Mega Möbius ausgleichen kann, weil ich in Acid gehen kann, ganz leicht. Und halt sonst in Darklaw oder in Wind Gem. Okay. Extra Deck. Zuerst 3 coole Tokens. Selbst gemacht. Token. Token, ein Gottstoken. Oh. Dann für die Einser. Ein Slacker, ein Dullahan. Sie macht Stall und schützt sich. Er kann drüber rennen, weil er jedes Monster cutten kann. Dann das neue Zweier. Centaurea. Sehr cool. Ist ein Out gegen alle großen Probleme, die das Deck hatte. Sei es Leo, sei es Yahtzee oder sonst irgendwas. Und braucht keine Sturmkraft mehr oder sonst irgendwie. Es reicht ein Zweier Exit. Standard, der Gusto Phoenix zu TK, Herald of Pure Light zu recyceln und Gachi, weil man irgendwann mal stallt. Okay. Zum Drüberlegen zweimal Downard. Ja, gerade in dem Meter, wenn man mit Enemy Controller, Snatch Steal, Dante übernimmt. Auch ganz cool. Ein Vierer, Survivor Chain. War für mich das beste Vierer, weil wenn man schlecht zieht, kann man die Hände immer noch benutzen, um einen Frosch reinzulegen und sonst halt Standard einen Monarchen stacken. Ja. Ein Sechser nur, Ptolemy M7. Mehr Sechser bringen sich nicht, weil wenn man 2 Monarchen am Feld hat, hat man normalerweise eh schon Game und dann geht man immer im Dolimi, wenn man sich einen Monarchen recycelt. Zum Drüberlegen einmal einen Gaia Charger, einen Firegrand, gerade mit den ganzen Mega-Monarchen und den Achtern, die im Umlauf Zentimeter mit Konstrukt und Co. kommt man öfters rein. Und dann zum Schluss 3 Maskeros, ein Acid, der Backrow zerstören kann und dann die generische Monster schwächt und 300 pro zerstörte Backrow. Darklaw, ja, nervt das gesamte Meta und einmal den windmaskierten Typen fürs OTK. Okay.
Ist das Side-Deck auch noch, oder? Wenn du willst. Okay, können wir gerne. Es ist nicht so schwer, die Monarchen zu siden. Ich seid immer ein Begriff aus anderer Dimension, weil immer irgendwie alles auf die Frösche abgesehen haben im Game 2. Jetzt haben wir Flying Sea gegen Burning Abyss. Dann für mich immer rein Vanity's Fiend, weil nervt halt. 3 Max C. 3 MST. Und für mich Tech-Karte 3x Aoi. Gegen okay. Alle Decks, die nerven. Fragen? Oder? Sieht gut aus. Sieht verständlich aus. Ja. Sehr simpel zu spielen, aber gerade jeder einzelne Zug ist leicht. Aber das Deck gerade durch viele Runden durchzubringen und plus zu erwirtschaften, ist halt das Schwierige daran. Ja. Und seit gut gegen das Meta, das einzige Deck, wo Arsch-Matchup ist Griffworth. Keine Chance normalerweise. Danke. Ja, passt. Danke. Servus.